So, hallo und willkommen zurück. So, im letzten Tutorial haben wir über die Priorität von Rechenzeichen oder die Operatorrangfolge gesprochen. Und da habe ich dir erklärt, wie die Reihenfolge tatsächlich geht, was zuerst kommt, als nächstes und so weiter. Wir haben gesagt, dass zuerst immer Klammern gelöst werden müssen, dann Potenzen, dann Punkt oder Multiplikation, Division und dann Strich, also Addition und Division. Und die Regel, die wir uns gemerkt haben, die hieß Klapopus, klar wie Klammern, vor PO wie Potenzen, vor PU wie Punkt, also Multiplikation und Division, vor Strich, also Klapopus. Strich ist Addition und Subtraktion. Und die Regel können wir uns auch jetzt gleich merken. Also wir gehen wirklich immer zuerst immer von oben nach unten. Und in der Reihenfolge rechnen wir auch. Und genau das probieren wir jetzt mal ein bisschen trickreicheren und etwas anspruchsvolleren Aufgabe. Und zwar wollen wir ausrechnen, was ist 7 mal 2 plus, Klammer auf, 7 plus 3 mal, Klammer auf, 5 minus 2, dann beide Klammern zu, durch 4 mal 2. So, und wie gehen wir jetzt da dran und was machst du da jetzt zuerst? Also, einfach der Reihenfolge nach. Zuerst schauen wir, ob es irgendwelche Klammern gibt. Und tatsächlich gibt es hier zwei Klammern. Also, es gibt einmal diese Klammern hier innen drin. 5 minus 2 steht da drin. Und es gibt die Klammer, die da nochmal außen rum steht. 7 plus 3, die innere gelbe Klammer, ist da auch drin. So, und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was machen wir denn jetzt zuerst? Die Außen oder die Innen? Und überleg doch einfach nur mal kurz, wenn du die Außen zuerst rechnest, dann müsste ich hier 7 plus 3 rechnen und 7 plus 3 und dann 3 mal Klammer. Das widerspricht auf jeden Fall unserer Reihenfolge. Also wir müssen tatsächlich zuerst die Klammer in der Mitte oder von innen heraus tatsächlich erstmal vereinfachen und rechnen, bevor wir die rote Klammer rechnen können. Das heißt, zuerst rechnen wir mal, hoppala, jetzt wollte ich eigentlich in gelb, muss ich mal noch die richtige Farbe holen, so, zuerst rechnen wir mal die innere Klammer hier aus, 5 minus 2. Und 5 minus 2 ist ja jetzt wirklich einfach, also 5 minus 2 ist 3, so, können wir schon mal hinschreiben, und den Rest holen wir uns einfach runter. Also 7 plus 3 mal, das war jetzt die innere Klammer, 3. Diese äußere Klammer, die behalten wir natürlich erstmal. So, und den Rest kopiere ich jetzt erstmal runter. Durch 4 mal 2, und hier vorne steht natürlich noch 7 mal 2 plus die rote Klammer. Okay. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, jetzt wollen wir nach wie vor schauen, was kommt als nächstes dran. Zuerst Klammern. Also wir haben jetzt noch die rote Klammer. Jetzt müssen wir die rote Klammer zuerst noch ausrechnen. So, und in der roten Klammer stehen zwei Rechenzeichen. Ein Plus und ein Mal. Und wir wissen ja, Punkt vor Strich oder Klapopus, Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich. Also Punkt zuerst, das heißt, wir müssen jetzt zuerst diesen Term hier ausrechnen. 3 mal 3 müssen wir jetzt zuerst rechnen. Und das machen wir einfach. Was ist 3 mal 3? 3 mal 3? Ganz einfach. 3 mal 3 ist 9. So. Und den Rest können wir wieder erstmal runterkopieren. Du kannst später, wenn du viel Übung hast, kannst du auch mehrere Schritte gleichzeitig im Kopf machen, vielleicht gleich mit der 7 jetzt schon addieren, aber wir machen das jetzt wirklich mal Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, unserer Reihenfolge entsprechend. So. Gut. Und jetzt können wir die rote Klammer auch fertig rechnen. Jetzt ist dann nur noch ein Plus drin, also nur noch Strich, kein anderes Rechenzeichen mehr. Jetzt können wir direkt rechnen 7 plus 9 und 7 plus 9 ist 16. So, jetzt ist die rote Klammer weg. Den Rest schreiben wir wieder daneben. 7, aber da habe ich falsch kopiert. Oh, da müsst ihr übrigens grundsätzlich immer aufpassen. Es passiert einem ganz leicht, dass man, wenn man viele Sachen immer wieder schreibt, dass man tatsächlich mal einen Flüchtigkeitsfehler macht, so wie ich den gerade eben gemacht habe.
da passieren am später mal, wenn die Rechnungen größer werden, oft leider am meisten Fehler. Also könnt ihr jetzt schon üben, kannst du jetzt schon üben, dass du immer sehr sorgfältig wirklich sauber runterschreibst und runterkopierst. Okay, das machen wir jetzt auch hier noch durch 4 mal 2. Du siehst schon, es schrumpft schon merklich, es ist fast schon nur noch halb so breit wie vorher, aber wir machen weiter. So, stellen uns wieder die Frage, was kommt zuerst? Zuerst kommen Klammern. Sind noch Klammern drin? Nein. Sind Potenzen drin? Nein. Wissen wir eh noch nicht so richtig, was das ist. Ist aber nicht drin, keine Angst. Dann kommt Punkt. So, und jetzt habe ich hier tatsächlich mehrere Punkte. Ich habe hier 7 mal 2, ich habe hier 16 mal durch 4 und ich habe hier noch, machen wir mal unten drunter, 4 mal 2. Also 3 mal Punktrechnung und einmal Strich. Also wir müssen auf jeden Fall quasi dunkelblau vor grün rechnen. Also zuerst Punkt vor Strich. Nur habe ich jetzt 3 Punkte. Das heißt, was kommt da jetzt zuerst? Kommt da jetzt mal oder durch oder vorne oder hinten zuerst? Und wenn du dich erinnerst, was wir letztes Mal besprochen haben, ist, wenn du ein Operator oder mehrere Rechenzeichen hast in der gleichen Ebene hier, also hast hier mehrere Punkte, dann geh einfach von links nach rechts. Und deshalb fangen wir jetzt auch mit, ich nehme mal hier, machen wir hier mit grün weiter. Nee, habe ich ja hier beim Plus, das verwirrt vielleicht. Ich mache mal mit einer neuen Farbe weiter. Oder nehme einfach die blau. So. Jetzt mache ich mit 7 mal 2 zuerst weiter, weil das ganz links steht. Genau, das ist das Sicherste, dass du da nicht durcheinander kommst. So, 7 mal 2 ist 14. Sehr schön. Ganz einfach. Plus 16 lassen wir erstmal stehen, beziehungsweise das Plus lassen wir stehen und dann kommt ja auch schon das, beziehungsweise, ja, jetzt lass uns erstmal hinschreiben. Machen wir es Schritt für Schritt. So, nicht 2 Schritte auf einmal. So, 16 durch 4 mal 2. So, jetzt wieder zuerst schauen, was kommt als nächstes. Keine Klammer mehr, keine Potenz mehr, aber noch 2 mal Punkt, also 16 durch 4 ist noch da. 4 mal 2, in dem Fall gehen wir wie besprochen von links nach rechts. Was kommt zuerst? Genau, 16 durch 4. So, und 16 durch 4 ist ja auch ganz einfach. 16 durch 4 ist 4. Das heißt, jetzt haben wir hier 14 plus 16 durch 4 ist 4 mal 2. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt haben wir noch einmal Punkt vor Strich. Jetzt haben wir einmal noch mal kommt vor Plus. Also jetzt rechnen wir zuerst aus. Ich wechsle nochmal die Farben hier ein bisschen. 4 mal 2. So, das heißt 14 plus 4 mal 2 ist 8. Jetzt haben wir tatsächlich auch schon unser Ergebnis. Jetzt können wir nämlich fertig rechnen. Einfach nur noch 14 plus 8 und 14 plus 8 ist 22. So, und dann sind wir auch schon fertig. Wie du siehst, gibt es hier keine Doppeldeutigkeiten. Alles folgt einer klaren Regel. Merkt ihr einfach Klarpopus, Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Und dann, denke ich, machst du das immer richtig. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören. Tschüss.